Weiter geht's in Minecraft, Leute. Hallo. Hi. Du bist noch Gott, unsichtbar. Was bist du, Mann? Du bist hier, oder? Oder? Hä? Du bringst mich halt nur um, wenn du mich schlägst, ne? Warum? Weil ich keine Rüstung anhab. Ja, aber ich kann das zum Beispiel, ich check das nicht, wo du bist. Siehst du, okay, guck mal her. Ja? Bleib stehen. Ich stell mich jetzt vor dir. Ich bleib stehen. Also, ich stehe jetzt vor dir. Ja. Schau mal auf den Boden. Hm? Siehst du meine Partikel auf dem Boden? Ja. Ja. Ja, aber geh jetzt mal weg. Ich sehe, ich bin da zu doof für. Ich bin hinter dir übrigens. Stehe ich in dir drin? Du sollst nicht dauernd in mir sein. Geh. Hallo, was ist denn das? Ey, guck, okay, ich laufe jetzt an dir vorbei. Ich laufe nach unten. Bin unten. Sehe ich nicht. Ich komme wieder hoch. Ich sehe meine eigenen Artikel. Partikel, nicht Artikel. Ich brauche mal Milch oder so. Ich will diesen Effekt weg haben. Warte, ich hol kurz Milch. Ich bin noch 4 Minuten unsichtbar. Mit Milch kann man jeden. Ah, die Partikel am Boden sieht man. Die Milch kann jeden Effekt wegmachen, ne? Ich denke schon, ja. Okay. So, jetzt sind meine eigenen Partikel nicht mehr da. Jetzt sehe ich nur noch deine. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt erkenne ich es, ja. Ja, in der letzten Folge habe ich nämlich mit Tränken ein bisschen rumexperimentiert. Und ich habe weiterhin ein bisschen was gelernt. Ich brauche Pilze auf jeden Fall, braune Pilze. Ja, musst du anpflanzen. Und ich habe viele neue Dinge gehört. Wen muss ich anpflanzen? Pilze. Alles klar. Ja, die kannst du anpflanzen, die können riesig werden. Ja, Riesenpilze, aber was bringt das? Da kriegst du viele kleine Pilze raus. Und wie, also ich stelle einen Pilz auf, Knochenmehl und dann geht das los. Ich glaube schon. Oha. Vielleicht musst du ein Dach drüber machen, weil ich weiß nicht, die wachsen ja so normalerweise im Sumpf und das ist ja... Keine Ahnung. Ja, und ich habe noch ein bisschen geguckt wegen Tränken, viel gelernt. Man kann doch wurfbare Tränke machen mit allen möglichen Dingern, soweit ich das jetzt weiß. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ja, es geht. Also mit Tränken kann man wirklich viel machen. Ich würde sagen, in dem einen lasse ich immer Netherwarzen. Und in den anderen mal gucken. Jetzt weiß ich es nur nicht auswendig, was jetzt was ist nochmal. Aha. Das ist nice. Man kann die ewig weiterverarbeiten. Meine Ender-Chest. Okay. Pilz. Hä? Wo zur Hölle ist meine Ender-Chest? Die ist einfach weg. Super, danke fürs was töten. Das war ein Wurftrank des Schadens! Wie fandest du den? Wo zur Hölle ist meine Ender-Chest? Wie fandest du den? Super. Toll, Gratulation. Danke. Hilfst du mir mal? Nein. Gott, du kotzt mich an. Das geht aber schnell und leicht. Bei dir. Okay. Okay. Was ist los? Ah, hier, ich hab sie gefunden. Alles klar, Kara. Mhm. Sie ist wieder sehr gut drauf. Ne? Ne. Wo bist denn du gerade? Ich bin unsichtbar, ich bin nicht da. Ich bin im Keller natürlich. Verpiss dich. Bin ich da? Ich habe sie doch gesehen. Ja, ich sehe auch deine Waffe in der Hand. Nein, nein, nein! Trottel. Wie viel Level hattest du? 3. Na gut. Ist schon klar, dass ich keine Rüstung habe, oder? Das gibt's doch nicht! Alter, du bist. Ey, das ist ja unfassbar. Oh mein Gott!
glaube, ich bin gleich tot. Ach, Mann, ich bin gerade dabei, meine Sachen wieder zu reparieren, du Arsch. Okay. Ich wollte nochmal. Ist okay. Komm hier drauf. Ich bin so schlecht, das macht mich gerade so aggressiv. Ich wollte nämlich. Einen kleinen Mittagsschlaf machen. Und das hat nicht geklappt, jetzt bin ich sehr müde. Naja, alles gut, Leute. Ich komme nicht mehr drauf. Ja. Du hast doch jetzt eh kein Level mehr. Sag mal, bin ich irgendwie dumm oder was? Warum treffe ich denn nicht mehr? Ja, das ist ja lächerlich jetzt. Ja, gut. Dann nicht. Wenn er nicht trifft, wenn er nicht richtig schießt, dann kann ich nichts dafür. Keine Ahnung. So, ich brauche Pilze. Toll. Und ich brauche jetzt wieder so viele Level, weil du einfach alles kaputt gemacht hast. 3 Level hattest du, hast du gesagt. Ja, aber das Problem ist, du hast mir alles wieder kaputt gemacht. Was habe ich... Was war denn? Ist doch nichts passiert? 3 Level? 3 Level! Du hast mein Leben zerstört. Ich verstehe es nicht. Was denn jetzt? Nichts, alles gut. Okay. Ich brauche Karotten, Melonen. Karotten gibt's gerade nicht. Wie gibt's gerade nicht? Ja, auf dem Feld gibt's auf jeden Fall keine Karotten. Hä? Was glaubst du? Keine Ahnung. Wie, es gibt keine. Sack. Ich habe alle Karotten vertradet. Ja, aber auf dem Feld gibt's doch trotzdem welche. Bist du gerade doof? Hast du mir gerade zugehört? Ja. Wir haben keine Karotten, weder auf dem Feld noch in der Kiste. Und warum? Weil du es nicht neu eingepflanzt hast, oder was? Doch, aber die wachsen jetzt erst. Ja, dann haben wir trotzdem welche. Nein, alles gut, in der Kiste sind welche, geh doch gucken. Oh, Junge. Okay, Penis. 20, was wollte ich jetzt? Knochenmehl. Ich esse gerne Knochenmehl. Aber ich verstehe es nicht. Man bekommt Pilze bei dem Pilzbaum, oder wie? Nein, also beim Riesenpilz. Du kannst deinen Pilz an und ja, genau, kriegst du Pilze, wenn du den kaputt machst. Okay, ohne Bootsumkeit halt. Ja. Okay, krass. Warum sind jetzt so wenig Tiere? Kara, bist du irgendwie geisteskrank? Ich hab dir doch gesagt letztes Mal, du hast nur noch 2 übrig gelassen von allen? Ja. Also, das ist ja mega dumm. Okay. Ja, ist doch so. Warte kurz, ja. So, wir sind wieder da. Bemusste Steinzeitziegel. Bemusste Steinzeitziegel. Mhm. Abgestoßene Mainzeitpiegel. Ja, aber dann so. Party doch bitte wieder. Also. Irgendwas stimmt schon wieder nicht mit meinem Laptop. Warte. Red nochmal. Hallo, hier ist der Nico. Ich heiße gerne Marvin. Ach, oh, viel besser. Oh ja. Yeah. Was war denn? Wieder dieses, du hast dich angehört wie ein Serienkiller. Was? Ein Serienkiller? Pilze nur im Dunkeln, ne? Bei einem bestimmten Lichtlevel, glaube ich, geht das nur. Das kann sein. Ich mache nämlich dann goldene Karotten und goldene Melonscheiben. Weil das gar nicht so wichtig ist, oder haben wir ein paar Sachen zum Verzaubern. Und dann werde ich vermutlich Netherwarzenfarm mich dran machen. Trank der Regeneration, da braucht man eine Gasträne für, voll geil. Ja, aber nein, hast du den verwendet? Nein. Gasträne, die wir haben. Nein. Ich brauche nämlich auch welche für einen Plan, den ich habe. Für was brauchst du Gasträne? Ich brauche 4 Stück. Für was? Für etwas, eine Überraschung. Okay. Wie kann man eigentlich Feuerwerk craften? Schwarzpulver und was noch? Papier, glaube ich. Und eine Blume, glaube ich. Okay. Und ein Penis auch, oder? Wieso bist du auf diesem Feld? Verpiss dich! Hä? Auf welchem? Ich bin bei den Kürbissen und Melonen, was willst du? Du hast da was angebaut, ich hab's doch gesehen. Was hab ich? Was ist los? Hä? Hast du hier was hingebaut? Was?
Hast du hier wieder Saat hingebaut, als du übers Feld gelaufen bist? Hier meinst du, auf der, wo du bist? Ja. Ich habe da gar nichts gemacht. Was willst du? Hä? Was willst denn du jetzt? Du warst die Einzige auf dem Feld. Was ist dein Problem gerade? Dass ich auf der Seite aber nichts angepflanzt habe. Ich hab vorhin hier diese eine Reihe. Hier, zack. Schau. Ja, das meine ich ja. Das war meine Frage. Ja, diese Einzelreihe. Die Einzelreihe, die habe ich angebaut, ja. Warum? Ja, wie warum? Weil ich halt die Tiere paaren wollte. Ich. Kannst du bitte nicht übers Feld laufen und mein Zeug einsammeln? Danke. Naja, wenn du es nicht einsammelst. Ich hätte keinen Inventarplatz. Lass es doch einfach, wenn ich das schon mache. Lass die Finger von meinem Kram. What the fuck ist mit dir eigentlich, Alter? Junge, also bei dir muss man echt mal ins Hirn scheißen. Na, das hast du ja schon. Die musst du echt mal irgendwie die Finger abtrennen, damit du mal Respekt lernst. Mein Weizen wieder. Ich hab's gerade vertradet. Warum? Ja? Ich sammle das extra, um Level zu fahren. Weil ich mein Zeug reparieren muss. Danke dafür. Also, weil du Level brauchst, oder was? Ja, wie oft ja, noch? Ja, hier, ich gebe dir meine Kürbisse, die kannst du traden. Nee, danke. Ja, doch nicht, dann krieg ich die Level halt. Wofür brauchst du denn Level? Ich will mein Zeug reparieren. Meine Rüstung ist kaputt, meine Spitzhacke. Ich hab Level. Ich mach das gern für dich, Kara. Es geht nicht darum, sie zu reparieren. Da ist so. Reparatur drauf. Es geht darum, Level zu kriegen. Ach so. Ich geb dir Level. Nein, danke. Ich lass dich. Du kannst mich killen, dann kriegst du mein XP. Nee. Spaß. Ich bin schon wieder zu aggressiv. Hm. So geht's nicht. Wer steckt in die Melonen? Da liegen Melonen. Lass das Weizen da hinten liegen. Wo? Welches Weizen? Na, du hast es nicht eingesammelt. Gut so. Schade. Hier, ich habe noch 18 Weizen für dich. Bitteschön, Baby. Mhm, ne? Danke. Bitte. Das ist doch kein Problem, Baby. Na? Ja. Ich muss das hier vermutlich noch ein bisschen höher machen. Auf den Sack. Das ist ja lustig. Okay, irgendwie kann der Baum hier nicht wachsen, warum auch immer. Also Pilz. Ja, du kannst halt was drüber bauen, damit es dunkel ist. Es ist dunkel. Sonst könnte ich es ja gar nicht anpflanzen. Doch, du kannst ja noch anpflanzen, noch wenn es nicht gut genug ist. Tatsächlich nicht. Tatsächlich schon. Kannst du ihn anpflanzen. Er wird nur nicht wachsen. Ich kann ihn nirgends platzieren, wenn es hell ist, Kara. Probier es doch selber. Drüber. Wie oft noch? Ich habe ihn platziert. Es ist dunkel und es ist genug Platz. Warum wächst er nicht? Weiß ich nicht. Ja, Laptop, entspann dich mal, Junge. Hörst du das? Ja. Ihr dreht komplett durch. Okay, meine Rüstung ist komplett heil. Bisschen was von der Axt fehlt noch und halt die Spitzhacke komplett. Nix verstanden. Es ist fast alles repariert. Hm. Okay, tut mir leid. Hä? Lag es in der Höhe, ich mach noch eins höher. Ja, es ist leider schon recht spät, das heißt, Kara wird tatsächlich in 7 Minuten schon weg sein. Das heißt, die letzten 10 Minuten werde ich allein spielen. Ich denke, das wird für die meisten kein Problem, im Gegenteil. Ich denke mal, das ist jetzt das geringste Problem.
vielleicht das Dingsproblem. Also ich will jetzt mal wissen, wie man den scheiß Riesenpilz macht. Ich verstehe es nicht. Google. Googeln hilft. Braucht es fürs fermentierte Spinnauge. Riesenpilz. Ich verstehe es nicht. Es gibt sowas, das nennt sich Suchmaschine. Vielleicht ist dir der Begriff fremd. Oh, die können richtig groß werden, klar. Absolut leeren Luftraum von 7x7 Blöcken über seinen Schirm. Okay. Da muss ich wohl doch noch mehr Platz machen. Das ist echt viel. 7x7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7x7 ist ganz, ganz feiner Sinn. Da hast du aber wieder einen rausgehauen. Jetzt habe ich gerade schlechte Laune. Du hast gerade schlechte Laune, ja, das hast du immer. Nee, das stimmt gar nicht. Das habe ich nicht immer. Und warum hast du schlechte Laune? Wow. Hm? Weil ich mich nie leiden kann, deswegen. Weil du dich nicht leiden kannst. Mhm. Aha. Dann lern dich zu leiden. Na, schwierig. Nee, ist nicht schwierig. Wenn du immer zu allem sagst, es ist schwierig, dann ist es auch schwierig. Wenn du einfach mal dein Maul hältst, dann geht's auch. Oh, könnte das Gleiche sagen. Bei mir geht's ja. So, mal gucken. Immer noch nicht. Ich hätte einfach ganz tief in die Höhle gehen müssen. Man braucht ja keine Erde. Eigentlich voll dumm. Also, jetzt wird's aber lächerlich hier gerade. Das reicht doch wohl. Das ist mir so blöd jetzt, ey. Die Hunde haben jetzt Namen. Okay. Hast du es gesehen? Was? Was ich gemacht habe? Nee. Okay. Was war? Du musst mal nochmal ins Wohnzimmer gucken. Okay. Was ist das? Was ist das? Da im Boden? Da Samen? Ist ein Loch. Ja. Warum schmeißt du die schönen Samen weg? Weil kein Platz mehr in der Kiste ist und ich Platz in meinem Inventar brauche. Ja, in den Komposter. Keine Zeit. Und kein Bock. Die wertvollen Samen.
Bitte. Flug sie doch runter. Aha. So, Kara ist noch 2 Minütchen da. Tschüss, Leute. Du warst echt sehr sympathisch in der Folge. Ich weiß. So, tschüss, Baby. Wie die Hunde heißen? Wie die Hunde heißen? Nee, warte. Sag's doch einfach. Ja, wie, nein, ich will, dass du, ich will deine Reaktion sehen. Na gut. Okay. Bingo Mala, okay. Thumbnail. Mach Schild. Ja, warte. Wie mach ich denn das? So. Eins. Runter. Zwei. Okay. Ich höre ein. Was ist denn das? Nee, das ist Grummeln von dem Hund. What the fuck? Schau mal. Achso, ja, der ist von Portal. Okay, tschüss, Baby. Mua. Ha, jetzt genau 23 Uhr. Scheiße. Ah, das war knapp jetzt. Okay, Leute, also ich mache jetzt noch 10 Minuten die Folge. Das ist jetzt wirklich auch eine sehr spontane Folge. Eine sehr, ja, sehr wilde Folge. Tut mir leid, die ist sehr durcheinander. Ich weiß gar nicht, wie jetzt schon die 20 Minuten vergehen konnten, was ich gemacht habe in den 20 Minuten. Außer Kara getötet. Ich gehe jetzt in die Höhle und pflanze dort die Pilze an. Und es müsste ja eigentlich dort genug Platz sein. Eigentlich müsste auch hier theoretisch genug Platz sein. Probiere es mal kurz hier. Es ist aber... Also, ich verstehe es voll wirklich nicht. Also, wie viel Platz denn noch? Okay. Dann gehen wir mal runter hier. Oder muss man dann noch mehr beachten? Ich weiß es nicht. Wasser. Boah, nice. So. Okay, so das hier ist doch eigentlich perfekt, oder? Alter, das kannst du da keinem erzählen. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Was mache ich falsch? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich gehe mal zu dem Lavasee, wenn ich ihn finde. Weil da ist ja theoretisch auf dem Obsidian, ist ja, ja hier eine freie Fläche. Kann der auch auf Obsidian wachsen? Ah ja, anscheinend schon. Bro, also das ist doch mehr als genug. Come on. Oder braucht er extra viel Licht? Nee. Oder? Warte mal. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, ich mach mal kurz Cut, beziehungsweise ich guck mal kurz nach. Okay, ich weiß nicht, warum die nicht wachsen. Tutorial war einfach nur, ja, Rechtsklick, Bone Meal. Einer hat gesagt, dass man Myzel braucht. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich werde jetzt wieder hochgehen und gucken, ob wir Myzel haben. Ansonsten probiere ich es einfach nochmal an der Oberfläche irgendwo. Ja, oben halt. Egal, ob es jetzt hell ist oder nicht. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn es Nacht wäre. Wir gucken einfach mal. Oh, wieder übel Rückenschmerzen. Warum auch immer jetzt gerade. Vorhin ging es besser. Heute kam mein eigener E-Scooter. Richtig cool. Schon ein bisschen gefahren mit. Heute war es sehr warm. Heute hat es 30 Grad gehabt. Ungefähr, nicht ganz. Mache ich direkt beim Ventilator an. LOL. Ich spiele die ganze Zeit ohne... Ey, das gibt's ja nicht. Ich muss kurz aufnehmen pausieren. Alter, ich habe gerade die ganze Zeit ohne
dem Netzteil gespielt. Ich habe das gar nicht gemerkt. Normal leckt das dann eigentlich. Krass. Deswegen war auch der Ventilator nicht an. Ich hatte meinen ganzen Strom hier aus. Lul. Krass. Und trotzdem ging's. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwas geleckt hat, weil normalerweise, wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, beziehungsweise wenn der Laptop nicht lädt dabei, ist immer ein bisschen schwierig. Interessant, ich habe das jetzt gar nicht so krass realisiert, aber tatsächlich jetzt merke ich schon, ein bisschen flüssiger läuft es wahrscheinlich. So, ich werde jetzt hier einfach mal gucken. Ich gehe am besten hoch zu der Burgfläche. Und das ist ja eine sehr gute Fläche dafür. Mal gucken, ob es da dann geht. Wenn nicht, dann habe ich wirklich, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Denn, ja, Pilze sind schon wichtig für das fermentierte Spinnauge. Und dann heißt vermutlich demnächst ein paar Spinnen killen. Wir haben ja bei den, beim Minengang unten haben wir ja einen Spinnspawner. Da könnte man dann mal, ich kann die nicht platzieren hier. Also braucht es doch ein gewisses, eine gewisse Dunkelheit. Okay. Jetzt habe ich nur sehr wenig Blöcke. Mache ich mal hier so einen kleinen Schirm. Um einfach ein bisschen abzudunkeln. Mal gucken, ob es funktioniert. Nee, das ist eher nicht so, würde ich sagen. Das ist so schlimm, Alter. Ich check's nicht. Ich schaff's einfach nicht, einen Pilz zu züchten. Überlegen, wo kann ich denn noch hin? Wo ist es denn relativ dunkel, aber trotzdem eine freie Fläche? Also unter der Erde hat es ja irgendwie nicht geklappt, warum auch immer, obwohl es nach oben genug Platz war. Oder ich hole jetzt einfach ein bisschen Erde und mache das ich raff's nicht, Alter. Gras muss es gehen. So war das im Tutorial, aber es ist auch schon ein altes Tutorial. Oder vielleicht würde auch Stein reichen einfach. Ich probiere es mal. Ich probiere mal, ob es gehen würde, wenn ich das auf Stein platziere hier oben. Da baue ich mir einfach hier so ein Ding ab. Zack. Nö. Nee, das liegt dann schon am Licht. Ah, ich kotze. So, ich baue einfach hier in den Tunnel rein. Da kriege ich ja genug Sachen, genug Blöcke zum Bauen. Man könnte es auch hier probieren, aber trotzdem lieber. Nee, das wird wieder zu eng. Kohle. Und hier ist eine Höhle. So eine Mini-Höhle anscheinend. Ich will schon noch einen Pilz schaffen, bevor ich die Folge beende, ehrlich gesagt. So, wir haben fast einen Stack. Eine Reihe mache ich noch. Derzeit ist wahrscheinlich sogar Nacht, Alter. So, ich mache jetzt hier, das sollte von der Höhe doch eigentlich reichen. Ich mache jetzt hier das drüber. Okay, das reicht vermutlich von den Steinen nicht.
Ist es auch egal, ob es gleich viel ist, das ist ja eigentlich nur provisorisch. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, von welcher Seite quasi die Sonne gerade scheint. Oder ob ich da jetzt noch Wände bauen muss unten, damit es wirklich dunkel wird. Oder ob das schon reicht. Perfekt. Ne, ich muss eh nochmal runter abbauen. Ja, wie das aussieht, Alter, die Kohle. Krass. Es ist gerade, falls ihr euch fragt, ich habe übrigens lange nicht mehr Minecraft geschnitten, der 18. Juni. Ja, und gerade kam die 170. Folge, glaube ich, raus. Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei... Ich glaube, noch nicht ganz 300, aber 285, schätze ich mal, ungefähr. Ich weiß sogar ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall bald die 300. Das ist sehr wahrscheinlich. Kann auch sein, dass wir schon über 300 sind. Glaube ich jetzt aber nicht. Das ist dann fast ein Drittel, Alter, von 1000. Gestört. Richtig krass. Also... Das mit der 1000 war immer ein Witz, so ein bisschen, aber es wird immer ernster. Alter, das wäre so krass, wenn wir die 1000 schaffen würden. Das wäre so krass. Ich glaube, diese... Ja, diese Abdeckung, dieses Dach, bringt ohne Mauern gar nicht so viel. Ich glaube, auf einer Seite muss man es auf jeden Fall mindestens auf einer Seite halt zumauern. So an sich schirmt das gar nicht so krass ab. So. Mal gucken, ob es geht. Naja, doch, es ist schon erkennbarer Schatten da. Vielleicht reicht's. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. So, jetzt ist die Frage. Bitte. Warum? Ja! Oh, es hat einfach nur ein bisschen gedauert, ein paar Versuche. Gott, endlich. So, kriege ich jetzt hier Pilze? Hä? Ernsthaft? Ernsthaft? No way. Okay, die sind einfach nur ultra selten, oder? Aus den Blöcken. Das ist wie Setzlinge, glaube ich, bei... Ja, doch. Ja. Okay, passt. Alles gut. Die kommen relativ selten raus. Aber sie kommen raus. Vielleicht kann man das mit Glück vielleicht irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöhen? Ich glaube nicht. Nice. Aber da kommen dann oft direkt mehrere raus. Sehr cool. Dann mache ich das jetzt noch, bis das Knochenmehl weg ist. Jetzt hat es ja hier eine Limitierung wegen der Decke. Und dann haben wir erstmal genug Pilze. Ja, solange das Knochenmehl reicht, das reicht dann auch erstmal an Pilzen. Ich lasse das Dach dann trotzdem erstmal, falls wir das wieder machen müssen. Dann war das wirklich einfach von der Höhe zu wenig oder so. Man könnte natürlich auch einfach in den Sumpf zum Beispiel gehen oder... Wo gibt es noch? Ja, wir hatten auch mal so ein Pilzbiom in der Nähe, glaube ich. Aber das ist natürlich deutlich chilliger. Kann man das irgendwie doch ein bisschen schneller... Ah, nee. Naja, mit Axt würde es schneller gehen, aber nicht, wenn es... Wisst ihr was, ich mache eine Steinaxt einfach. Aber nicht, wenn die natürlich Behutsamkeit hat. Und jetzt einfach eine provisorische Steinaxt, dann geht das ein bisschen schneller. Dann kriegen wir trotzdem hier die Dinger raus. Ja, in dem Fall ist es natürlich Behutsamkeit nicht so geil. Einfach eine Steinaxt. Richtig oldschool. Okay, das ist nicht schnell, war ein Versuch. Ja, ein sehr kleiner. Ein kleiner Pilz. Wir haben direkt gleich schon über ein Stack.
schon verfünffacht. Ist auch krass, wie schnell die Axt einfach down geht. Das gab viele Pilze. Oh, jetzt geht's aber richtig los. Ich glaube, jetzt ist das Lichtlevel perfekt. Jetzt braucht es gar nicht mehr mehrere Versuche. Dann mache ich, bis die Axt kaputt ist. Nach dem Baum vermutlich. Kann ja trotzdem noch ein paar anpflanzen. Na gut. Das hat ein bisschen gedauert. Würde das hier auch gehen vom Platz? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann gehe ich zurück. Mache ein paar fermentierte Spinnenaugen. Da gehe ich noch kurz Zuckerrohr holen und dann beenden wir für heute. Jetzt ist die Folge, glaube ich, gar nicht mal so kurz, ne? So, doch. Jetzt ist sie sogar eine etwas zu lange Folge. Also etwas längere als sonst. Warum ist hier so Stein? Wer hat hier wann Erde weggehauen? War ich das? Kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Habe ich Platz? Nee. Zuckerrohr. Mittlerweile diese Zuckerrohrreihe ist echt OP, Alter. Das ist wirklich viel, wenn man da einmal durchgeht, komplett. Das ganze Dorf ist schon krass mittlerweile. So, dann tue ich mal ein Stack von den Pilzen hier rein. Und Spinnaugen, was war's noch? Zucker. Das war's, glaube ich. Hier. Zucker. Wo sind die Pilze? Hier. Okay. Mach ich gleich komplett hier. Ich glaube, die Anordnung ist egal, genau. Aber alle Spinnenaugen aufgeopfert. Ich meine, für was braucht man sonst Spinnenaugen? Was brauche ich jetzt noch? Zucker. Ich habe ich habe Papier gemacht. Lul. Okay. Ja, Zuckerrohr lasse ich erstmal so. Das ist ein ganz schönes Durcheinander. Ich glaube, da muss ich auch mal sortieren und hier mehrere Fässer oder Kisten hinmachen. Am besten hier die ersten drei oder so dafür. Oder hier nochmal ein Fass, wo ich dann extra hier Wasserflaschen hinmache oder halt am besten schon direkt zum seltsamen Trank. Hier so. Weil der erste Schritt ist ja immer der gleiche. Kann ich ja hier sogar schon mal Wasserflaschen neue reintun. Ja, brauner Pilzblock. Okay, dann sortiere ich mal noch ein bisschen in die Kisten ein.
Wo sind Melonen? Okay. Ja, die restlichen Pilze tue ich jetzt erstmal hier rein. Holz haben wir hier, Steinsamen. Wo ist denn die Seedkiste? Ich finde das immer alles nicht hier. Ist alles voll. Muss ich direkt kompostieren. Digga, wo wir einen Pilzbock haben, habe ich echt gerade keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich in der Random-Kiste. Nee, ich weiß gerade, ich weiß es nicht. Kohle kann ich einsortieren. Naja, jetzt hat sie ja auch die Öfen hier quasi platziert. Kann ich direkt mal auffüllen. Boah, wie viel Kohle. Was ist das denn? So, ich kompostiere jetzt noch und mache die Kohle. Und dann höre ich wirklich auf. Also, ich kompostiere natürlich die Kohle rein und dann passt's. Dann haben wir jetzt eine 40 oder vielleicht sogar 45 Minuten Folge. Ja. Ist okay. Weil das in zwei zu splitten könnte man natürlich machen, aber ich möchte keine Folge haben, wo Kare gar nicht dabei ist. Hatten wir auch noch nie, deswegen. Nope. Deswegen eigentlich eine Möglichkeit, eine XXL-Folge zu machen, aber ich will ja eigentlich gar nicht, ich will ja nicht viel spielen, wenn sie nicht da ist. Das ist ja nicht der Sinn vom Let's Play. Ne? Ich sage ja auch immer, dass sie nicht allein spielen darf. Deswegen möchte ich jetzt das hier schon schnellstmöglich hier fertig machen. So, hier ist überall, glaube ich, Kohle drin. Ja, 32 Kohleblöcke sind gar nicht so viel. Ist gar nicht so viel Brennstoff, wie man denkt. Hier ist noch Stuff drin. Ja, langsam kriegen wir hier das Zeug ganz gut verwertet, diesen Brennstoff. Boah, 64 Zäune, das hält wahrscheinlich eine Weile. Setzlinge weiß ich nicht, wie gut die halten. Okay, Schweinefleisch haben wir sehr viel, dann esse ich das mal ein bisschen. Hühnchen haben wir relativ wenig. Gerade. Ich nehme mal hier ganz viel Kohle, damit wirklich am besten jeder Ofen einen Stack reinbekommt. Okay, ich glaube, wir sind hier fast überall eigentlich voll. Hier fehlt noch einer, wichtig. Dann können wir den Rest eigentlich wieder hier vercraften. Geht genau auf, das ist cool. Haben wir noch Knochen drin, warum auch immer. Jetzt wie random stuff. Genau, den Raid wollte ich eigentlich machen, das habe ich jetzt vergessen. Den werden wir aber auf jeden Fall machen. Und vielleicht könnte man hier dann dahinter oder so eine Wasserquelle machen. Damit man für neue Wasserflaschen nicht immer hoch muss. Dass man hier halt kurz so, hier geht's runter kurz. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas trifft. Ich glaube nicht. Aber das machen wir dann auch nächste Folge. Ich weiß nicht, was da oben ist. So irgendwie. Oh. Wo ist das? Ah, aha, verstehe. Ja, das ist aber okay. Das ist okay. Auf der Höhe reicht ja. Ist ja nur ein 4x4 Feld. Es muss nicht mal 3 hoch. Ich mache trotzdem 3 hoch. Beziehungsweise, was heißt 4x4? Das ist ein 2x2 Feld, oder? Geht auch 3x3.
eigentlich reicht das hier so. Warte mal. Ja, okay, nee, das lasse ich schon ein bisschen so, dass ein bisschen Luft zum Atmen hat. Da kommt die halt einfach, oder eins weiter, kommt die hier rein. Hier so. Ja, ich denke, das kann man machen. Ich kann nicht aufhören zu spielen, Alter. Scheiße. So viele. Es gibt aktuell wieder so viel zu tun, so viele Sachen, die mir einfallen, so viele Ideen. Ja, da kommt meine Katze, die Hope. Gleich. Ja, gleich. Jo. Da kann man ja dann noch Treppen hinmachen. Dann hole ich kurz zwei Wassereimer. Ich finde kein Ende, Alter. Seltsame Tränke. Und natürlich noch, wir brauchen natürlich noch viele weitere Glasflaschen. Und die Tränke 2.0 Kiste. Okay, Tränke 2.0 und... Das sind ja hier im Prinzip nur Nether-Sachen. Die kann ich ja nach unten verlagern. So gut es geht. Was noch? Wassereimer. Tränke 2.0. Die machen wir hier vielleicht irgendwo. Wir haben es gleich, Leute. Die Schwarzschwanzige. Achso, wegen dem Eingang. Dann ist die Wasserquelle oben eigentlich relativ useless, aber ich lasse sie trotzdem, weil passt irgendwie rein. Hier in Kessel könnte man auch Wasser machen, aber da geht es ja auch, glaube ich, relativ schnell weg. Zack. Passt. Ja. Da kann man immer schön die Flaschen auffüllen. Das ist praktisch. Ja. Ich finde, hier braucht es nicht mal wirklich Treppen. Kann man schon mal machen, aber braucht es nicht unbedingt. Okay. Gute Voraussetzungen. Okay. Oh ja, ein paar neue Fackeln brauchen wir auch. Wobei, wir haben noch ein bisschen. Okay, Leute, dann schlafe ich, falls ich schlafen kann. Kann ich nicht. Gut, dann logge ich mich hier aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Kara. Bis dann und ciao.